Mein Leben ist nicht so verlaufen, wie Sie vielleicht denken. Wir alle haben unsere Probleme. Waren Sie schon mal verliebt? Vor sehr, sehr langer Zeit. Und Sie? So viele Male, ja. Andauernd. Willkommen in der Zukunft. Das Leben ist gut, aber es kann besser sein. Warum auch nicht? Sie müssen es nur wollen. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen endlich alles, was Sie schon immer haben wollten. Ich rette den heutigen Tag. Und du den Rest der Welt. Steve. Diana. Jetzt nehme ich im Gegenzug, was ich will. Alle werden es sehen. Die Welt braucht dich. Du weißt, was du zu tun hast. Nichts Gutes wird aus Lügen geboren. Und wahre Größe ist nicht das, was du denkst. Das ist alles Kunst. Das, ist nur ein Mülleimer. Ist nur ein Mülleimer, ja, ja, ja. Richtig cooler 80er-Jahre-Beat, nicht zu viel verratend und ein guter Look. Check, check, check. Damit war es der erste Trailer zu Wonder Woman 1984, den uns Warner Brothers ab dem 4. Juni 2020 in die deutschen Kinos bringt. Die Fortsetzung zum ersten Teil, der weltweit sehr erfolgreich war. Ich glaube, mehr als $1 Milliarde eingespielt hat. Wieder inszeniert von Patty Jenkins. Gal Gadot kehrt zurück als Diana-Wonder Woman. Und Steve Trevor auch dabei, gespielt von Chris Pine. Woher der jetzt genau auftaucht, das gibt der Trailer zum Glück nicht her, aber viele Eindrücke hier und insgesamt im 80er-Jahres-Setting und sind wir ehrlich, Filme, die in den 80er spielen, haben oft mit die beste Musik, aber auch das Intro-Design ist in diese Richtung schon klar zu verorten, aber auch eine Kristen Wiig mit dabei als Gegenspielerin, wir sehen in Pedro Pascal kurz und Robin Wright wird auch wieder mit dabei sein und insgesamt habe ich einfach Lust auf diese Fortsetzung, weil der erste Teil ein paar richtig feine Töne angeschlagen hat und als nächstes Kapitel im DC, nicht Extended Universe, aber aus der DC-Welt, freue ich mich da einfach drauf, weil man sich auch genug Zeit gelassen hat seit dem Vorgänger und ich auch glaube, dass hier genug aus dieser Welt zu erzählen gibt und das Schwingen von Blitz zu Blitz und eine Bauchtasche dann hinten rein, alles klar, 80er Jahre, ich bin dabei. Was sagt ihr denn zu diesem ersten Bewegtmaterial von Wonder Woman 1984, voll euer Ding oder sagt ihr, nee, möchte ich gar nicht sehen, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und auch warum und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.